Herr Todenhöfer, Sie sind nach 50 Jahren aus der CDU ausgetreten, sind jetzt wieder politisch aktiv und haben eine eigene Partei gegründet, das Team Todenhöfer. Warum braucht Deutschland eine neue Partei? Die Gründung einer neuen Partei ist was völlig Normales. Das ist wie die Gründung oder die Kandidatur von neuen Kandidaten oder Kandidatinnen. Das ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang, wenn man findet, dass bestimmte Positionen nicht mehr gut vertreten werden von den Parteien oder dass Parteien zu sehr routiniert geworden sind und ihnen nichts Neues mehr einfällt, dann ist Zeit für eine neue Partei. Und manchmal entstehen auch neue Parteien, die ein Problem sind, also AfD. Und wo man sagt, nee, es wäre schöner gewesen, die wäre nicht gekommen. Und dann gibt es auch Situationen, wo ein Problem entsteht, also zum Beispiel das Umweltproblem. Da sind dann die Grünen gekommen, allerdings mit völlig unrealistischen Vorstellungen, mit Plänen, die ich nicht gut finde. Aber immerhin, da war ein Thema und da kommt dann eine Partei dazu. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Mhm. Welche Probleme sind das jetzt und Herausforderungen, die nicht gut angegangen werden vom derzeitigen? Müssten Sie mir jetzt 2 Stunden geben und das wollen Sie nicht. Ich nehme ein Thema, mit dem ich häufig assoziiert bin, obwohl es eigentlich nur, wenn auch ein dramatisches, eines von vielen Themen ist, Krieg und Frieden. Es gibt zurzeit nur eine Partei, die von den Altparteien oder älteren Parteien oder von den im Bundestag vertretenen Parteien, die kompromisslos gegen Kriege ist. Das sind die Linken. Es kann nicht sein, dass in einem demokratischen Staat nur die Kommunistische Partei für Frieden ist. Es kann einfach nicht sein. Das müsste Position der CDU sein, das ist es nicht. Frieden müsste Position der SPD sein. Das war einmal Willy Brandt, das müsste Position der Grünen sein. Die Grünen setzen sich mit gespaltenem Stimmverhalten fast für jeden Krieg ein. Sie finden, sie sind erwachsen geworden und in der Situation braucht man da eine Partei. Ich finde, dass die wirtschaftliche Kompetenz im Bundestag sehr wenig vertreten ist. Es gab eine Wirtschaftspartei, die FDP, die hat dann, als sie gerufen wurde und gebraucht wurde, die Mücke gemacht. Und es gibt ganz viele andere Themen. Es gibt einen ganz, ich sage das mal ganz vage, Bereich Menschlichkeit. Welche Partei setzt sich noch für Menschlichkeit ein? Die glauben, das sei Menschlichkeit, wenn man sich dafür einsetzt, dass Rentner 1, 2 oder 3 oder auch jetzt mal in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr bekommen. Das ist doch nicht Menschlichkeit. Das Hauptproblem der Rentner, der alten Menschen, einsamer Menschen, kranker Menschen, ist die Einsamkeit. Kein Mensch kümmert sich darum. So, ich weiß das, weil ich da ein Stiftungsprojekt habe und wir uns um alte, vereinsamte Menschen kümmern. Mir hat heute meine Tochter etwas aufs Band gesprochen, die ist gerade bei einer alten Dame, die früher mal Künstlerin war und die jetzt alleine ist und Corona hat und wie die langsam stirbt und einsam stirbt und alleine ist. So, und das sind alles keine Themen. Da sagen die Politiker, ach, das ist ja langweilig. Und die Kirche macht es nicht. Wer soll es machen? Und so gibt es endlos Themen. Das Thema des Rassismus. Setzt sich die CDU und die SPD ausreichend gegen Rassismus ein? So, wir setzen uns zu Recht ziemlich geschlossen gegen Rassismus, gegen Juden ein. Da haben wir, glaube ich, eine gute geschlossene Position im Deutschen Bundestag und in Deutschland. Aber wer setzt sich gegen den anti-islamischen Rassismus ein? Wer sagt was, wenn jeden Tag Dutzende von Mädchen, die einen Schleier tragen, angespuckt werden, angerempelt werden? Und wenn ich sage Dutzende, ist das übertrieben, weil die gehen alle nicht mehr zur Polizei. So, und da sage ich, wir haben ganz viele Probleme. Und wir haben, ich komme noch mal kurz auf die Wirtschaftspolitik zurück, wir haben ein Problem, dass wir lauter Politiker haben, die ständig mit neuen Ideen kommen, wie man Geld besser verteilen könnte. Aber nennen Sie mir den Politiker,
wo sie sagen würden, der hat Ideen, wie Geld verdient werden könnte, wie Deutschland wieder im Bereich der, in all den Bereichen, wo wir zurückgefallen sind, ein Spitzenland werden könnte, wie neue Arbeitsplätze entstehen und nicht nur drüber redet, da müsste der ein bisschen mehr Steuern zahlen, damit der was kriegt. Nein, einen Geist, wie es den nach dem Zweiten Weltkrieg gab, der zum Wiederaufstieg Deutschlands führte, zum deutschen Wirtschaftswunder, sehen Sie nirgendwo. Aber da gab es Unternehmer, die gesagt haben, jetzt fangen wir was an. Und heute, wem könnten wir was verteilen? Das ist eine wichtige Frage. Ich stelle die Frage auch, müssen wir nicht armen Menschen mehr verteilen? Aber die erste Frage muss doch sein, müssen wir in diesem Land was schaffen? Und da sehe ich keine Politiker weit und breit. Und das könnte ich eigentlich die ganzen Parteien durchmachen. Ich finde, dass wir von Mittelmäßigkeit regiert werden. Und ich finde, dass wir sehr unehrlich regiert werden. Es wird ihnen ganz selten die Wahrheit gesagt. Ich kann das bei vielen Kriegen darlegen, beweisen, weil ich dort war, dass sie da nie die Wahrheit erfahren. Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie wussten vielleicht, dass im Nordirak eine Stadt namens Mosul existiert. Das ist eine der großen Weltkulturstädte, tausende von Jahren alt. Und Sie wussten auch, dass der IS sich dort diese Stadt praktisch zur Hauptstadt gemacht hat. Und dass der IS dort von vielen Staaten, Deutschland war auch dabei, Amerika, Deutschland, angegriffen worden ist. Und ich will da gar nicht über den IS reden, die haben den Tod gesucht und sie haben ihn gefunden. Aber in Mosul hat die deutsche Bundeswehr die Luftaufklärung geflogen und den Amerikanern die Zielbilder zur Verfügung gestellt. Bei den Bombardements, die ich selber miterlebt habe, sind 40.000 Zivilisten gestorben. Haben Sie jemals was von diesen 40.000 toten Zivilisten, die unsere Bundeswehr als Gehilfe, als Mittäter zu verantworten hat, etwas gehört? Werden Sie nie etwas hören. Sie werden etwas hören, dass irgendein Muslim irgendetwas Schreckliches in Deutschland angestellt hat und Sie werden, so wie ich, das dann verurteilen. Aber haben Sie schon mal verurteilt, dass 40.000 Zivilisten und mein Sohn ist 10 Monate später hingegangen, da lagen noch die Skelette von Kindern auf den Trümmern. Hören Sie nichts drüber. Oder Sie gehören doch immer noch zur Jüngeren. Wie alt sind Sie? 44. Ja, das ist so auf der Kante zur jüngeren Generation. Die jüngere Generation wird hemmungslos ausgebeutet mit unserem Sozialsystem. Weil man denen sagt, zahl du deine Sozialbeiträge und du wirst die Sozialleistung kriegen. Oder wird sie nicht kriegen. Ein junger Mensch wie Ihr Kameramann, der ist doch noch jung, der kriegt doch das Geld, was er in die Altersversorgung einzahlt, nie mehr raus. Die werden doch betrogen. Warum werden sie betrogen? Weil sie keine Mehrheit haben. Die rentennahen Jahrgänge ab 55 haben immer die Mehrheit. Und deswegen kümmert sich kaum jemand um die junge Generation. Die junge Generation geht einer ganz schwierigen materiellen Zukunft entgegen. Auch wegen der Schulden, die jetzt gemacht wird. Die wird Herr Scholz nicht bezahlen. Und wenn Herr Scholz gefragt wird, wie wollen Sie denn das alles finanzieren, dann sagt Herr Scholz im deutschen Fernsehen, ich habe noch Spielräume. Wir haben gut gewirtschaftet, wir haben Puffer. Wenn Ihre Freundin oder Ihre Frau Sie fragt, können wir uns ein Auto leisten für 10.000 Euro gebraucht? Und Sie hätten 200.000 Schulden und würden sagen, klar, ich habe gut gewirtschaftet, wir haben noch Puffer, dann sind Sie ein Lügner. Der Scholz hatte und die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland hatte vor Beginn der Corona-Krise 2.000 Milliarden Schulden. Und bei 2.000 Milliarden Schulden lächelt dieser Mann, Kanzlerkandidat der SPD, ein sympathischer Mann, den Kameramann an und sagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben Spielräume, wir haben gut gewirtschaftet. Ich habe noch Puffer. 2.000 Milliarden. 2 Billionen. Und Sie wollen jetzt bestimmt nicht, dass ich diese Liste weiterführe. Sie ist erschreckend. So, und wir wollen mehr Ehrlichkeit in die Politik. Ja, Sie sprechen von ehrlichen Politikern, kompetenteren.
unabhängigeren und vor allem menschlicheren. Sie haben eben schon Menschlichkeit als Begriff jetzt hier genannt. Was bedeutet für Sie Menschlichkeit, wenn es auf Politiker bezogen ist? Und wie soll man das gewährleisten? Denn jeder Politiker würde ja von sich sagen, natürlich, ich bin ja menschlich. Also wie will eine Partei sicherstellen, dass nur menschliche Menschen in dieser Partei Politik machen? Die Menschlichkeit eines Politikers können Sie nach einer Weile schon erkennen. Sie können seine Vita anschauen, Sie können sagen, was er in seinem privaten Leben gemacht hat. Ich will jetzt da mich nicht als Beispiel darstellen. Ich habe 2/3 meines Vermögens vor 10 Jahren an gemeinnützige Stiftungen verschenkt, an schwerkranke Menschen, an Kriegsopfer, 2 Waisenhäuser gebaut, Prothesen zu Dutzenden gebaut. Das, glaube ich, ist Menschlichkeit, das verlange ich aber von niemandem. Aber ein bisschen persönliches Engagement, eben nicht nur Reden halten, sondern dann auch mal zu dem Nachbarn rübergehen, der alt ist und der an Weihnachten niemand hat. Und ich glaube einfach, dass diese Menschlichkeit in der Politik keinen großen Platz hat, weil es den Politikern unserer Zeit schon eine ganze Weile nicht, und da gibt es Untersuchungen darüber, nicht in erster Linie darum geht, das Gemeinwohl zu fördern oder das Land zu fördern. Es geht ihnen darum, wiedergewählt zu werden. Und da gibt es unendlich viele Untersuchungen. Jeder Präsident, der in Amerika gewählt wird, jetzt Biden, fast jeder Abgeordnete, fast jeder Minister, der sein Amt bekommt, der überlegt sich dann nicht, boah, was kann ich jetzt an meinen Vorschlägen und Ideen für dieses Land, das ich liebe, durchsetzen, sondern was kann ich jetzt noch sagen, damit ich aber auf jeden Fall wiedergewählt werde. Und die Wiederwahl steht ganz, ganz, ganz weit im Vordergrund. Darüber gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Schon Schumpeter hat über die Motive der Politiker geschrieben, auch die Motive der Unternehmer, der ja nicht eine gute Ware herstellen will, sondern will den Konkurrenten schlagen und er will mehr verdienen. Und bei Politikern ist es die Wiederwahl. Und was sagen Sie? Ja gut, das ist halt so. Und ich sage, das kann man ändern, indem man nicht 100 Wahlperioden, nicht, das ist übertrieben, nicht Dutzende von Wahlperioden zulässt. Nur eine? Sondern sagst, du darfst nur 2-mal gewählt werden, eine Wiederwahl. Eine Wiederwahl. Und dann weiß der, ich muss, Sie könnten sogar 2 sagen, das ist nicht mein Punkt, dann weiß der, ich muss nach 8 Jahren wieder, wenn er einen anständigen Beruf hat, in meinen anständigen Beruf zurück. Mhm. Und dann verhält er sich anders. Dann wird er nicht mehr der Taktiker, der nur wiedergewählt werden will, sondern sagt sich, boah, das ist eine Ehrensache, die ich jetzt habe. Ich diene dem deutschen Volk und mal schauen, ob ich das nicht durchkriege. Also den Sportplatz, das Krankenhaus, die Behindertenstätte. Ist er nicht noch mehr dazu motiviert, die Zeit, die er hat, die kurze Zeit, die er hat, jetzt auch so gut wie möglich für sich zu nutzen, auszubeuten, mitzunehmen, weil er ja sowieso nichts gewinnen kann. Er kann nicht mehr wiedergewählt werden und dann stecke ich mir das lieber in die Taschen. Nee, die Politiker sind in der Regel nicht die Leute, die sich was in die Taschen stecken. Ich glaube, dass die deutsche Politik im Vergleich zu anderen Ländern nicht korrupt ist. Ich glaube, dass sie sich einfach nur nicht dafür einsetzen. Weil es gibt Situationen, wenn sie da eine bestimmte Meinung äußern, wissen sie, sie haben die Mehrheit gegen sich. Und dann wird es schwierig, wiedergewählt zu werden, weil dann im Wahlkreis gefragt wird, warum hast du so gestimmt? Und sich da hinstellen und das tun, was man für richtig hält. Das macht nur einer, bei dem die Wiederwahl nicht im Vordergrund steht. Und das ist eine riesige Gefahr, dass Politiker sagen, boah, zu Corona sagen wir jetzt gar nichts. Das ist zu kontrovers. Oder dass Politiker sagen, natürlich müssen jetzt, was, Renten, über das Renteneintrittsalter diskutieren, denken wir nicht dran, da verliere ich die Wahl. Er muss, wenn er an das Gemeinwohl denkt, über das Renteneintrittsalter nachdenken. Wenn die Menschen eines Tages 120 werden, können sie nicht mit 67, 65, 63 in Rente gehen. Darüber muss er reden, sonst, weil er sonst nicht ehrlich ist, weil er sonst das Problem nicht lösen kann. Wenn er allerdings gewählt werden will, dann rate ich ihm,
das Thema würde ich nicht angreifen. Mhm. Da kriegst du so auf die Nase, wenn du sagst 70 oder was ich jetzt auch nicht sage. Und deswegen meine ich, wir brauchen Politiker, die das wieder als Ehre ansehen, im Bundestag zu sein, die stolz drauf sind und die dann sagen, ich habe jetzt 8 Jahre oder vielleicht 10, das könnte man um 5 Jahre verlängern wie manche Landtage. Und da sehe ich meine Ehre drin. Und ich würde auch bei den Politikern wir suchen einen ganz anderen Typ von Politikern. Ich würde die massiven Spenden, Wahlkampfspenden verbieten. Ich würde die verbieten. Also in unserem Programm sind Spenden über 5.000 Euro verboten. Also maximal 5.000 kann man spenden. Ich war auch Abgeordneter. Jeder Abgeordnete muss bei seiner Bundestagswahl selber Spenden sammeln gehen. Und da kriegen ein Abgeordneter der FDP, der CDU, der SPD immer wieder Beträge in der Größenordnung von 10.000 Euro und mehr. 50 und. Wir verbieten das. Wir wollen, dass Deutschland nicht käuflich ist. Wir wollen, dass Abgeordnete nicht käuflich sind. Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich sage, deutsche Abgeordnete sind nicht korrupt. Aber das ist nicht das Problem. Ein Abgeordneter, der von seinem Apotheker 8.000 Euro jetzt gespendet bekommt. Alles zulässig. Und dann kommt die Diskussion in den Parlamenten, soll es Online-Apotheken geben? Jetzt raten Sie mal, auf wessen Seite er sich innerlich fühlen wird. Natürlich wird er denken, Mann, der Apotheker hat mir jetzt 8.000 gegeben. So, und der Apotheker will ihn nicht bestechen und er ist unbestechlich. Aber der hat mir geholfen, muss ich ihm nicht jetzt auch helfen? Und so, und deswegen wollen wir Großspenden abschaffen. Das macht es uns ganz schwer, weil wir richtig wenig Geld haben. Also wenn Sie Ihren Zuhörern sagen könnten, wir haben bisher, glaube ich, 10.000 Euro, damit können wir nichts finanzieren. Allein die Eröffnungsveranstaltung am Brandenburger Tor hat 30.000 gekostet. Also es gibt Sie jetzt seit einem Monat, diese Partei. Ja, ich sage nur, aber es ist ein Riesenproblem. Mhm. Ich war ja selber 22 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender eines Milliardenunternehmens. Ich kenne die führenden Leute der deutschen Wirtschaft. Ich könnte zu Leuten gehen und sagen, das ist eine marktwirtschaftliche Partei, die ich vertrete, aber bei der Menschlichkeit eine große Rolle spielt. Und die keine Kriege braucht und keine Kriege will. Ich bin für ein starkes Deutschland, aber ein starkes Deutschland muss andere Völker nicht in den Boden treten. Ich glaube, dass ich Spenden bekäme. Mhm. Ja, und ich verzichte darauf, weil ich in keine Abhängigkeit kommen möchte. Und deswegen, wer uns unterstützen will, wer will, dass es sich lohnt, unabhängig zu sein, der sollte uns spenden. Und ich meine das ganz ernst, als System, damit es vielleicht ein Vorbild wird für andere Parteien, die dann auch sagen, nee, spenden wollen wir nicht. Ja, ja. Ich möchte nochmal auf den Begriff Menschlichkeit, beziehungsweise wie Sie das auch gewährleisten wollen als Partei, dass Sie heben das in dem Programm so prominent hervor und jetzt eben auch. Aber Sie haben jetzt eben... Weil Sie danach gefragt haben. Menschlichkeit ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ja, den Begriff hatten Sie sogar von sich aus hereingebracht. Aber er kommt ja dann eben auch oft im Programm, wird er genannt. Aber um das von einer Floskel abzutrennen, um zu sagen, also jede Partei würde sagen, wir brauchen menschliche Politiker, oder würde es zumindest denken, glaube ich, ja, von sich. Sie sagen, das sind Leute, die mal zu ihren Nachbarn gehen oder die sich eingesetzt haben, die etwas gespendet haben, weil sie es konnten aus einer privilegierten Stellung heraus, wird das dann von der Partei irgendwie überprüft? Ist das ein Kriterium, dass man guckt, wie die sich verhalten in ihrem Privatleben? Nein, das ist eine Frage, ich glaube, das ist eine Frage der Einstellung. Jemand, der Kriege führt und zustimmt, ist nicht menschlich. Und unsere Politiker stimmen Kriegen zu. Da fangen wir mal beim Härtesten an. Jemand, der Waffen exportiert in Krisengebiete, da, wo er weiß, damit wird auf den anderen geschossen. Und es können ja nicht beide Seiten recht haben. Ist nicht menschlich.
Er begeht Beihilfe zum Mord. So, jetzt gehen wir mal richtig voll rein. Die Leute sollen nicht kommen und sagen, sie seien menschlich. Es gibt keine menschliche Form, andere Menschen umzubringen. Und das haben wir. Und alle paar Monate wird im Bundessicherheitsrat unter Leitung der Kanzlerin beschlossen, wieder Waffen in Krisengebiete zu schicken. Und die SPD hat versprochen, sie wird es verhindern, wird es nicht mehr machen. Das hat alles mit Menschlichkeit nichts zu tun, aber es hat was mit Menschlichkeit zu tun, sich dagegen einzusetzen. Und ich würde und meine Freunde würden als Motto unserer Partei, als geistiges, als ethisches Motto ausgeben, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst. Ganz einfach. Behandle jeden so, wie du selber behandelt werden willst. Das ist ja nicht kompliziert. Also ich hab ganz große Schwierigkeiten gehabt, sie zu finden. Bin da frierend um ihr Haus herumgelaufen. Der Taxifahrer hat Rabatz geschlagen. Die Straße war falsch geschrieben, die man mir... Da stand statt Weinsberg, stand Weinberg. Dadurch fand das im Computer nicht. Das ist nicht ihre Schuld, unsere Schuld. Und da kommen sie erfroren und schlecht gelaunt an. So, und nach einer Weile denke ich, hallo, jetzt sitzt der da, hat sich so viel Mühe gemacht, hat auch noch warten müssen. Behandle ihn so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und dann lächeln sie und dann lächle ich zurück und dann gibt es ein Gespräch. Aber ich hätte ja jetzt auch losballern können, was ist denn das und wer hat denn den Termin gemacht und wer weiß was. Und ich weiß, so möchte ich nicht behandelt werden. Also kriege ich dann am Ende die Kurve noch eines Abends, an dem ich weder zu Mittag noch zu Abend gegessen habe. Und wir können ein Gespräch finden. Das sind aber ganz einfache Grundsätze. Behandle den anderen so, wie du selber behandelt werden willst. Und ich mache das nicht perfekt. Nicht, dass ich jetzt denke, mein Auftritt wäre jetzt perfekt gewesen. Der Kameramann wird sagen, bei dem durfte ich nur zweimal nur einmal in den T-Shirt reinfahren, weil der die Schnauze voll hatte und heute schon zu viel gemacht hat. Behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden willst. Das ist ein schöner Grundsatz. Ich denke allerdings, unmenschliche Politiker würden das auch so sehen und würden dann eben die anderen Menschen unmenschlich behandeln. Da sehe ich das Problem drin. Wie würden die denn dann unmenschlich behandeln? Ja, die sind ja selber unmenschlich und verstehen natürlich, dass diese besondere Behandlung, dass etwas anderen gut geht, nicht, weil sie selber unmenschlich sind. Ich würde auch nicht sagen, dass die Menschen, die nicht menschlich sind, unmenschlich sind. Sondern ich sage nur, jeder, der nicht drüber nachdenkt, was das eigentlich heißt, wenn wir Truppen in einen Krieg oder in einen Militäreinsatz ziehen, der weiß halt nicht, wie die Welt ist. Und der denkt, naja, Krieg ist Krieg. Und denen, das ist eine uralte Geschichte, die denken dann, denen tut es nicht weh. Es tut ihnen furchtbar weh. Und wenn sie mal in einem Krankenhaus, Kriegskrankenhaus waren und Kinder sehen, die keine Beine mehr haben. Und ich habe deutsche Politiker gefragt, ob sie mal mit mir in ein Krisengebiet gehen würde und habe abenteuerliche Antworten gekriegt. Also keiner ist mitgegangen, um es zu verkürzen. Einer hat gesagt, sein Antiterrorschutz vom BKA würde ihm das nicht erlauben. Und als ich dann das nicht glauben konnte, hat er nachgeschoben, die Kanzlerin könne nicht auf ihn verzichten. Ein halbes Jahr später war er nicht mehr Minister, oder ein Jahr. Und jetzt ist er Berater einer deutschen Waffenfirma und liefert die Waffen dorthin, wo er sich selbst nicht hingetraut hat. So, das sind mir die Richtigen. So, und von denen möchte ich mich abgrenzen. Und unsere Partei abgrenzen. Sie sagen, dass Menschen, die Kriegseinsätze befürworten, die Welt nicht kennen. Normalerweise ist das der Vorwurf, den man Pazifisten, absoluten Pazifisten macht. Die sind ja naiv, die wissen nicht, wie die Welt wirklich läuft. Gäbe es für Sie denkbar einen Kriegseinsatz, der, Sie fordern in Ihrer Partei und Sie selber schon lange einen Stopp aller deutschen Auslandseinsätze, gäbe es für Sie eine denkbare Möglichkeit, dass ein Kriegseinsatz oder eben ein militärischer Einsatz gerechtfertigt ist?
Also die jetzigen Einsätze sind alle nicht gerechtfertigt. Der Einsatz, den ich vorhin geschildert habe in Mosul, da schreibt der Leiter der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er schreibt, dass es kein Mandat des UNO-Sicherheitsrats gab, also rechtsloser Krieg, auf jeden Fall. Und er schreibt, im Zweifelsfall, wenn das die Verfassung nicht richtig passt, biegen wir uns die Verfassung zurecht. Also der war dagegen. Das schreibt der Leiter der Rechtsabteilung. Hallo, da müsste eigentlich eine Regierung zurücktreten. Wenn der Leiter der Rechtsabteilung schreibt, wir biegen uns das Grundgesetz zurecht, damit wir irgendwo einmarschieren können. Und gibt es Kriege, die gerechtfertigt sind? Sie haben gegen Pazifismus jetzt gerade so ein bisschen losgeredet. Ich bin kein Pazifist. Wenn hier jemand reinkäme und würde auf Sie losgehen und versuchen, Sie umzubringen, würde ich versuchen, Sie zu schützen. Ich habe zwar eine gebrochene Schulter, aber ich würde mich vor Sie stellen. Und wenn ein anderes Land versuchen würde, in unser Land einzumarschieren, würde ich mich trotz meines biblischen Alters, aber meiner Kenntnisse vieler Länder, selbstverständlich zur Verfügung stellen, zu helfen, diesen Angriff abzuschlagen. Und zwar so lange, dass nötig ist, nicht darüber hinaus. Selbstverständlich, Verteidigung, echte Verteidigung. Ja, und das Grundgesetz sagt, Kriege sind nur zur Verteidigung nötig. Wir machen doch keinen Verteidigungskrieg in Afghanistan oder in Mali. Ich meine, das sind doch Witze, böse Witze. Ich habe die Bundestagsdebatte zum Afghanistan-Einsatz nachgelesen. Da reden prominente Leute, Joschka Fischer und Merz spricht und für die FDP Gebhardt. Und die Leute haben die Argumentation, die man in der deutschen Bevölkerung versucht hat, unterzuwürgen, hieß, unser Hauptgrund ist dort mitzuhelfen, dass die kleinen afghanischen Mädchen wieder zur Schule gehen können. Das haben sie als Hauptgrund angegeben. Sie haben nicht gesagt, die Amerikaner haben gesagt, ihr macht da mit, das war die Realität. Wir brauchen Afghanistan, geostrategisch wollten schon immer und jetzt können wir es haben. Sondern Mädchen sollen zur Schule gehen. Ich muss gerade überlegen, wo ich bin in Köln. Wenn ich in Berlin bin, treffe ich immer wieder führende Politiker und dann frage ich, wenn das Thema auf Afghanistan kommt, ein Krieg, den wir ja krachend verloren haben. Also zurzeit flehen wir ja den Gegner, die Taliban, an, doch bitte in die Regierung zurückzukehren. Das muss man sich mal überlegen. Die man angeblich auch nebenbei vernichten wollte. Und wenn ich diese Politiker treffe und über Afghanistan spreche, dann sage ich, wie geht es eigentlich den afghanischen Schulmädchen? Und dann sagen die afghanischen Schulmädchen, was ist mit den afghanischen Schulmädchen? Dann sage ich, das war doch ihr Kriegsgrund. Unser Kriegsgrund? Sag ich, das war ihr Kriegsgrund. Der Joschka Fischer hat sich fast grüner, Schwerter zu Pflugscharen, der hat sich fast überschlagen, was das für ein toller Krieg für die Mädchen und für die Frauen, die afghanischen Frauen sei. Und wenn sie jetzt ihnen das sagen, keiner weiß was, weil Lügen haben kurze Beine und man braucht ein gutes Gedächtnis. Die erinnern sich nicht mehr dran, dass sie diese Märchen erzählt haben. Und keiner weiß, wie es den Mädchen geht. Ich kann es Ihnen sagen, über 60% gehen nicht zur Schule. Und in den Randprovinzen sind es 80%, die nicht zur Schule gehen. Ja. Ja. Sie haben jetzt von Märchen gesprochen und dass uns eben auch solche Dinge aufgetischt werden, dass uns Kriegsgründe erfunden werden, dass gelogen wird, gerade was Kriegseintrittsgründe angeht. Die große Heuchelei heißt Ihr Buch. Das war eigentlich die Vorbereitung dieser Kandidatur. Ja, das klingt mir so sehr nach, man muss recherchieren, dann kriegt man die Wahrheit raus, aber die Wahrheit wird uns nicht erzählt über diese Dinge. Ist das eine Verschwörungstheorie? Nee, also wenn Ihre Freundin oder Ihre Frau Sie anschwindelt, dann ist das keine Verschwörungstheorie, dann schwindelt die Sie halt einfach an. Ja. Dann, wenn die dann zu Ihnen, wenn Ihre Frau, Freundin Sie anschwindelt und Sie sagen das, dann sagt doch Ihre Frau auch nicht,
Das ist eine Verschwörung. Naja, aber da haben sich ja Leute abgesprochen, offensichtlich. Die Medien, die Politiker, international, überall. Nein, man redet nicht drüber. Warum nicht? Die Verschwörungstheorien sind deswegen ein Schmarrn, weil sie brauchen sich gar nicht zu verschwören. Also die Vorstellung, dass da bei 9-11 irgendwelche Leute in irgendwelchen Zimmern gesessen haben, was abgestimmt haben, ist absurd. In Höhlen haben die gesessen. Dass die sich in Amerika abgestimmt haben. Ist aus vielen Gründen absurd. Erstens kommt in Amerika alles raus. Da gibt es halt 50 Millionen oder 100 Millionen für die Geschichte. Oder gäbe es. Das weiß der, der es weiß, also gibt es die Geschichte nicht. Und das Weitere ist, sie brauchen keine Verschwörungstheorien, weil man weiß, wo der Bartel den Most holt. Man weiß, wer der Boss ist. Und wenn der Boss loszieht und sagt, und jetzt gibt's Krieg in Afghanistan und jetzt gibt's Krieg da, dann marschieren die mit. Aber warum machen die Medien das mit? Was ist für die drin? Denn wir kriegen doch auch eine große Auflage, wenn sie jetzt sagen, hey, das ist eine Lüge, was hier uns erzählt wird. Also ich wollte das Fass mit den Medien nicht aufmachen, weil ich bin ja selber ein Mann der Medien. Ich war 22 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender eines Medienkonzerns. Am Schluss unterstanden mir mehrere hundert Verlage, auch im Ausland. Und ich habe vor Journalisten eigentlich eine Menge Respekt. Das Problem ist in der Regel nicht der Journalist, der dann sagt, das stimmt doch gar nicht, was Sie da erzählen, sondern der einzelne Journalist hat gegenüber dem Chefredakteur praktisch nichts zu sagen. Es gibt Redaktionsfreiheit und Meinungsfreiheit für das Medium, also für die Zeitung, für die Zeitschrift. Für den einzelnen Journalisten gegenüber seinem Chefredakteur gibt es keine Pressefreiheit. Der kann nicht sagen, ich vertrete das andere und schreibe das, sondern du schreibst es nicht. Wir kommentieren heute so, wir kommentieren, der Iran hat die Atomwaffe. Und das kommentiert, sagt er, das stimmt doch gar nicht. Das kann er ein, zweimal machen, dann ist er halt auch nicht mehr Redakteur. So, und Journalisten und auch Chefredakteure haben politische Meinung, das ist auch ihr gutes Recht. Und das ist auch gar nicht so schlecht, wenn dann mal einer diese Meinung vertritt und dann hat die andere Zeitung die andere Meinung. Und wir haben ganz große Blätter in Deutschland, und da war eben die Süddeutsche die Zeitung des Friedens. Und der Spiegel auch. Und das nenne ich mal die anderen Zeitungen nicht. Andere Zeitungen traten eher für Krieg ein. Heute hat der Spiegel Sympathie für jeden Krieg. Und bei der Süddeutschen heißt der Ressortleiter Cornelius. Und ich weiß nicht, ob der schon mal gegen irgendeinen Krieg was Kritisches gesagt hat. Und das kritisiere ich nicht Herrn Cornelius, ich kritisiere nicht den Chefredakteur Spiegel. Ich sage nur, wir haben dieses Gleichgewicht nicht mehr, dass es welche gibt, die dafür und dagegen sind. Und für mich ist ein bisschen so ähnlich wie Politik. Für mich ist das Ethos des Journalisten, an das ich glaube, dass er in einer entscheidenden Situation, also Rassismus, Krieg und Frieden, große Gerechtigkeitsfragen, zu seiner Meinung steht. Und wenn die sagen, das wirst du nicht noch ein paar Mal sagen, dann notfalls auch geht. Mhm. Und das ist für mich, und solche Journalisten gibt es. Mhm. Also Schollatour war so ein Journalist, der stellte sich hin und dann haben sie gesagt, mit dem Quatsch, den sie da erzählt haben, laden wir sie nicht mehr ein. Und dann hat er halt gesagt, dann ladet ihr mich halt nicht mehr ein. Also ich habe kein Problem mit den Medien. Das Einzige, was ich habe, einen derart großen Respekt, dass ich denke, sie könnten sich mehr rausnehmen. Und ich sehne mich nach Zeiten, in denen in der Süddeutschen und im Spiegel und auch in der Zeit wo es heute immer noch teilweise stattfindet, leidenschaftliche Debatten stattfanden. Ist das jetzt gut oder böse? Und es muss ja nicht immer Krieg und Frieden sein. Wir haben ja ein anderes Thema, wo Menschen
moralisch vernichtet werden durch den Rassismus. Ich habe neulich eine Geschichte erlebt, die mich sehr berührt hat. Mich fuhr ein Deutsch-Afghane durch München. Und da lief rechts auf einer großen Straße ein junger Mann mit einer Kippa. Und dann sagte dieser Muslim zu mir: Wissen Sie, wenn ich so einen Jungen sehe, der durch diese Straßen, es wurde langsam dunkel, mit einer Kippa geht, möchte ich eigentlich aussteigen und ihm sagen, darf ich dich nach Hause bringen? Der hat mich so beschämt. Weil ich für diesen Juden mit Kippa auch Sympathien habe. Aber die Idee, ich möchte aussteigen und dich eigentlich nach Hause bringen, die finde ich so groß. Das hat mich so tief beeindruckt. Und das ist das, was ich meine und was wir halt zurzeit nicht haben. Es werden eben Juden mit Kippa angepöbelt. Es werden Muslime mit Schleiern angepöbelt und angespuckt. Und es werden Schwarze. Dann stellt man es Bein und macht blöde Witze über sie. Die sieht man jetzt gar nicht mehr, weil es dunkel ist und lauter so blödes Zeug. Sie haben auch davon gesprochen, dass die Politik angesichts dieser Probleme, angesichts des Rassismus eben versagt, dass sie da nicht genug macht. Jetzt übertreibt den selber. Wenn ein CDU-Politiker sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ja, dann will er doch keinen kulturpolitischen Beitrag leisten, sondern wir sagen, die sollen verschwinden. Mhm. Mhm. Jetzt kam vor ein paar Wochen das Maßnahmenpaket der Bundesregierung über 1 Milliarde Euro im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Ist das nicht mehr als ein Zeichen, dass Sie gewillt sind, dagegen was zu tun? 1 Milliarde Euro. Der Rechtsextremismus ist über Jahrzehnte verharmlost worden, runtergespielt worden. Es ist nur über den muslimischen Terrorismus gesprochen worden. Ich nenne Ihnen mal Zahlen. Ich habe das auch geschrieben auf Facebook. Seit 1990 sind, da habe ich eine Zahl des Sterne übernommen, ungefähr 200 Menschen von Rechtsextremisten getötet worden. Und die Zahl der islamistischen Straftaten weiß ich jetzt nicht mehr, unter 20 von islamistischen Straftätern. Es zeigt schon mal das ganze Problem. Der Laie durch die Berichterstattung und durch die politischen Diskussionen würde sofort sagen, umgekehrt. 200 Mal haben Muslime jemanden umgebracht und weniger als 20 Mal waren Rechtsextreme die Täter. Und ich habe das geschrieben. Und da gibt es auf Facebook, die haben ein Kontrollsystem, das heißt Korrektiv. Die haben ja diesen Artikel korrigiert und haben gesagt, es sei nicht nachvollziehbar, warum ich auf die willkürliche Zahl 1990 gekommen sei. Denn der muslimische Terrorismus habe ja bekanntlich erst im Jahr 2010, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, begonnen, und ich könne ja nicht den Rechtsextremismus seit 1990 und den muslimischen Terrorismus erst ab 2010 rechnen. Ja, es ist doch gut, dass es vor 2010 keinen islamistischen Terrorismus gab und die willkürliche Zahl, die ich da genannt habe mit 1990, war die Zahl der Wiedervereinigung. Also Sie können erst rechnen, dieses Deutschland, von dem ich sprach, konnte erst so und so viele tote Muslime oder tote Rechtsextreme haben, seit 1990, weil es erst seit 1990. Und das haben wir auch. Und die nennen sich Kontrollorgan, Korrektiv. Ja, hallo. Die sind doch auch nicht bekannt, dass sie jetzt den Rechtsextremismus verharmlosen würden. Da ist dann das auch haben sie in dem Fall getan. Ja. Das haben sie in dem Fall getan. Und sie haben, um sich nicht granatenmäßig zu blamieren, das nicht zurückgenommen. Wir haben ihnen geschrieben, das ist ja absurd. Das sind Zahlen des BKA, des Bundeskriminalamtes und wie viel von Rechtsextremen, da weiß man nichts, sind es 200 oder da gibt es eine Dunkelziffer oder sind das 180 oder was auch immer. Da konnte man gar nicht. Und da setzte sich eine Lokaljournalistin, eine Bremer Lokaljournalistin, setzt sich mit jemandem auseinander, dessen
erster Freund 1970 von Terroristen umgebracht wurde. Und sie legt sich an mit jemandem, der selber Richter in einem Terroristenprozess war gegen die Rote Armee-Fraktion. Und sie legt sich an mit einem Menschen, der mit Terroristen zusammen 10 Tage durch den Islamischen Staat ist. Und sie legt sich zusammen mit einem, der auf der Abschussliste der Terroristen. Und da sage ich mir, hallo Mädle, halt's Maul. Du hast keine Ahnung. Du bist Lokaljournalistin und was du jetzt machst, ist eine ganz schlimme Verharmlosung des Rechtsextremismus. Weil sie sagte, ja, die Armen, die morden halt jetzt schon seit 1990 und die anderen haben erst später angefangen. Und ich wollte damit nur sagen, an diesem Fall, wahrscheinlich ist das eine sehr sympathische Frau, die nun zufällig an einen Experten gekommen ist, der sich seit 50 Jahren mit Terrorismus auseinandersetzt. Ich könnte sagen, noch jünger. Mein Nachbar, ein Junge, wurde später ein berühmter Terrorist. Dem habe ich Federballspielen beigebracht, als er 15 war. Also seit Kindheit beschäftigt mich dieses Phänomen. Und mein Hauptpunkt ist nur, wir haben den Rechtsradikalismus vernachlässigt. Und wenn Sie die Akten des NSU-Prozesses sich durchschauen, das Versagen der Polizei, das Versagen des Verfassungsschutzes, in Fällen der NSU kann man einfach nicht bestreiten. Ja. Aber es ist runtergespielt worden. Und das ändern Sie auch nicht dadurch, dass Sie dann irgendwann eine Milliarde ausgeben. Aber es ist ja zumindest ein Gegenargument dagegen, zu sagen, es wird verharmlost. Es wird jetzt richtig viel Geld da reingebracht. Jetzt, ja. Ja. Und was ist in den Jahrzehnten zuvor, wo gemordet wurde, ab 1990, seit 30 Jahren, Flüchtlinge in ihren Häusern verbrannt wurden, Vietnamesen und. Ich finde übrigens islamistischen Terrorismus oder rechtsradikalen Terrorismus oder linksradikalen, Rote Armee-Fraktion war ja links, alle gleich schlimm. Du hast keine anderen Menschen umzubringen. Aus. Gibt es keinen Guten und keinen Schlechten. Das sind alles Mörder. Mhm. Wenn wir das bei dem Thema bleiben, aber unseren Blick ein bisschen aus Deutschland heraus wenden, ist für Sie der IS wäre der IS möglich, so wie er existiert, ohne den westlichen Kriegsinterventionismus? Der mittelöstliche Terrorismus ist ein Produkt der westlichen Kriege. Und ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass in Mosul 40.000 Zivilisten umgebracht wurden. Was denken Sie jetzt, für wen die jungen Leute, die mal in Mosul gelebt haben und die jetzt in irgendeiner Ruine in einem Vorort von Mosul leben oder in dem Teil von Mosul, es gibt einen Teil, der nicht unter Kontrolle des IS war und der dann auch weniger angegriffen wurde, auf wessen Seite stehen jetzt die jungen Leute von Mosul? Auf der Seite der Amerikaner oder auf der Seite des Terrorismus? Natürlich stehen sie auf der Seite des Terrorismus. Deswegen ist das ja so schlimm. Sie können den Terrorismus nicht erschießen. Sie müssen ihn widerlegen, zeigen, ihr habt Unrecht, zeigen, Morden ist keine Strategie. Es gibt auch viele Deutsche, die in den IS, zum IS gehen, die diese Erfahrung gingen, ja, die diese Erfahrung jetzt nicht so gemacht haben, sondern aus anderen Gründen. Wissen Sie da Näheres, warum die sich angezogen fühlen? Ich kann das alles auch nicht nachvollziehen. Ich habe einmal gehört von einem 15-jährigen Mädchen, das in den IS ziehen wollte. Und dann bin ich zu der NGO, wo die Eltern betreut wurden, und wollte mit ihr sprechen. Das Mädchen habe ich nicht gekommen, waren aber Freundinnen da. Und ich habe dann gesagt, das ist doch irre. Also nach Syrien, wo es zu ziehen und Menschen umzubringen, was will sie da? Und dann sagte die Freundin, ich kann Ihnen sagen, warum die geht. Hier ist sie 15 und nichts.
Und er ist 18 und nichts, hat keinen Job, nichts. Und in Syrien ist er in ein Held mit ganz cooler Kleidung, eine Maschinenpistole in der, unter dem Arm, coole Wolfskin-Klamotten und abends steigt sie mit einem Helden ins Bett. So, deswegen geht sie hin. Also, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Also, aber das war ernst. Die haben gedacht, sie spielen jetzt eine in all diesen verfluchten Filmen, die es ja über Kriege gibt, sie spielen da eine große Rolle. Sie ist die kleine Geliebte und er ist der große Held, der dann abends kommt und von seinen Kämpfen erzählt. Und es gibt andere. Ich habe mit einem IS-Rückkehrer gesprochen. Er hatte eine Gefängnisstrafe hinter sich, zu Recht. Findet jetzt keinen Job, obwohl er aufklärerisch gegen den IS tätig wird. Das finde ich unrecht. Und ich habe ihm gesagt, sagen Sie mir doch mal, wie kann man einen so feinen, netten, lieben, sympathischen Mann dazu bringen, Leute umzubringen, so einen wie Sie. Und da hat er gesagt, da kamen Brainwasher, Hirnwäscher, und die haben uns gesagt, in Syrien, da bringt der Assad jeden Tag Mädchen um und lässt jeden Tag Mädchen vergewaltigen. Das ist in Syrien. Was würdest du machen, wenn im Nachbarzimmer, hier, da wo wir sitzen, im Nachbarzimmer, deine kleine 8-jährige, 10-jährige Schwester vergewaltigt wird? Was würdest du machen? Dann sagte ich, ich würde die natürlich verteidigen. Und dann hat ihm der Gehirnwäscher gesagt, da drüben wird nicht deine Schwester, aber deine Schwester wird gerade in Syrien vergewaltigt. Warum gehst du nicht hin? Großmaul. Und dann ist er hingegangen. Und dann hat er festgestellt, da wurden keine Mädchen vergewaltigt. Der IS hat dann Jesidin vergewaltigt. Aber die Argumentation, was wird es, warum verteidigst du deine kleinen Schwestern nicht? Das sind schon raffinierte Gehirnwäscher, die da am Werke waren. Wenn man das so erklärt, wie Sie jetzt und nach, ja, diese, das als Reaktion eben so darstellt, verständlich macht, ist das eine Form von Legitimation von Terrorismus? Es gibt keine Legitimation für Terrorismus. Es gibt keine Legitimation für Mord. Und die Terroristen, die haben ja, der IS hat ja mit Ausnahme dann, als er angegriffen wurde, in IS in der Regel gar nicht gekämpft. Er hat Leute gefangen genommen und hat Muslime umgebracht. Und er hat Muslime umgebracht, die nicht derselben Glaubens, derselben Konfession angehörten, also nicht wie sie selber Sunniten waren, sondern Schiiten. Und wir haben Schiiten ermordet. Und ich habe gefragt, ich habe jeden Abend mit denen diskutiert, bevor wir schlafen gegangen sind. So. Ich habe jeden Abend, Dankeschön, mit denen diskutiert und habe gesagt, alle Suren des Koran, mit Ausnahme einer einzigen, wo der Satz am Ende kommt, beginnen mit dem Satz im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Wo ist eure Barmherzigkeit? Und die haben sich ja alle als Helden dargestellt, als Islamkenner. Wo ist eure Barmherzigkeit? Und da ging ein Rumgeeiere los und einmal sagten sie, wir haben, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, 4.000 oder 5.000 Schiiten festgenommen und haben nur die Hälfte davon umgebracht. Der einen Hälfte gegenüber waren wir barmherzig. Und ich sage, Mann. Das ist Mord. Und weil wir das auch durchschaut haben, wenn Sie das Buch Die große Heuchelei lesen, werden Sie in einem Kapitel finden, da hat einer der Terroristen immer mit zu Hause mit seiner Familie telefoniert. Wollten sie uns anschließend auch umbringen, als sie dort waren. Die haben gesagt, die werden nicht gut über uns reden, also mein Sohn und ich.
die sind nicht auf unserer Seite. Und wir sollten das Ding jetzt schnell beenden. Und da gab es eine wilde Diskussion, die wir in allen Einzelheiten haben, wo einige gesagt haben, also wenn ihr die jetzt brecht ihr das Versprechen des Kalifen, selbsternannten Kalifen, der versprochen hat, die kommen lebend nach Hause. Mhm. Aber diese Diskussion ging stundenlang, brüllend. Und ich weiß genau, wer welche Position eingenommen hat. Aber die wollten Schluss machen. Also es gibt keine Entschuldigung für Terrorismus. Es gibt aber auch keine Entschuldigung für Angriffskriege. Also die sich in den Bomber reinsetzen und Mosul bombardieren und Zivilisten töten, sind für mich auch Terroristen. Ja. Aber wenn Sie diesen Terrorismus so erklären, also verständlich machen oder die Motive von Terroristen und warum sie sich angezogen fühlen davon, wenn es nicht der Legitimation dient, was ich auch glaube, was bezwecken Sie dann damit? Ist es nicht dann eben doch eine Nähe, die da hergestellt wird, ein Verständnis, dass man vielleicht sagt, naja, wir müssen auch auf die Nöte der Terroristen verstehen? Wo haben Sie einen Satz gehört, dass man die Nöte... Ich habe von Gehirnwäschern gesprochen, dass Menschen, einfachen Menschen, etwas vorgaukeln. Naja, Sie haben gesagt, dass die Kinder in Mosul das auch gewärtigen, was dort passiert ist, dass sie natürlich eine starke Motivation haben, sich jetzt nicht auf die Seite der Amerikaner... Alles andere wäre doch gelogen. Ich meine, Sie müssen doch den Menschen die Wahrheit sagen. Ich will doch damit erreichen, dass sie diese verdammten Kriege aufhören. Und ich sage Ihnen, völkerrechtswidrige Kriege sind auch Mord. Und auch nicht besser als terroristische Kriege. Und das sage nicht nur ich, das sagt der Hauptankläger der Nürnberger Nazi-Prozesse, Jackson, der sagt, nach denselben Maßstäben, nach denen wir heute urteilen, werden wir eines Tages zu beurteilen sein. Was sagen Sie denn zu einem deutschen Oberst, der in Chardara, Kunduz, als ein Tanklastwagen im Fluss stecken bleibt und der kilometerweit entfernt ist mit seinem Lager, als der Bomben anfordert. Wir hatten keine Bomber und das war so aufgeteilt, dass man dann die Amerikaner auffordern konnte. Und sie riefen amerikanische Bomberunterstützung, dann kamen zwei junge Piloten. Und er hat gesagt, bombardieren. Es waren zwei Tanklastwagen. Da standen über 130 Menschen, überwiegend Kinder. Und die haben dieses billige Benzin, das sie sich nicht leisten konnten, in Gläsern, in Bechern, versucht, umsonst zu kriegen. Und der Oberst Klein sagt, bombardieren. Und die amerikanischen Piloten sagen, lasst uns mit einem Steilflug versuchen. Einfach Power zeigen, dann rennen die auch weg. Und der Oberst sagt, nein, bombardieren. Dann sagen die Amerikaner wieder, lasst uns mit einem Tiefflug versuchen, wir kriegen sie weg. Und der deutsche Oberst Klein sagt, bombardieren. Und dann fragt er, wie viele Bomben, und die Zahl habe ich jetzt nicht genau, erfordert die höchstmögliche Bombenzahl. Und die amerikanischen Piloten sagen, nein, zwei reichen da auch. Und fliegen, und er sagt, ich glaube, es waren sechs, die er wollte. Und sie fliegen dann hin und bombardieren mit wenigen und töten 137 Menschen. Und dieser deutsche Oberst ist gefragt worden, haben Sie Feindkontakt? Also... Steht der Feind da, sodass er sie treffen kann? Er hat gesagt, ja, wir haben Feindkontakt. Ich weiß von seinem Vorgesetzten, einem General, dass er gelogen hat. Er hat gesagt, dieser Mann hat gelogen. Dieser Mann ist anschließend zum General befördert worden. Also kommen Sie mir nicht und sagen Sie, ich würde hier Terroristen in Schutz nehmen. Ich sage, Krieg ist Scheiße und Terrorismus ist dieselbe Scheiße. Und durch die Kriegsscheiße entsteht die Terrorismus-Scheiße erst. Und wer das nicht kapiert, wird den Terrorismus nie besiegen. Sie können ihn nur besiegen, wenn Sie ihn durchschauen. Wenn Sie ihn durchschauen, wenn Sie den Leuten klar machen, wenn Sie auch klar machen, dass das durch den Koran nicht gedeckt wird. Dass der Koran sagt, wenn ein Mensch getötet ist, so sei es, als sei die ganze Menschheit getötet.
Und diese Diskussion muss man führen, wenn man in der Lage ist, sie zu führen. Und wer nicht in der Lage ist, sie zu führen, ich würde sagen, die meisten unserer Politiker sind nicht in der Lage, sie zu führen. Und deswegen glauben diese Leute in nichts und deswegen, ja, deswegen haben wir Terrorismus. Und wir führen immer weiter Kriege und wundern uns über Flüchtlingsfälle. Sie würden auch fliehen, wenn in der Nähe ihrer Stadt bombardiert würde. Und sie würden irgendwo in Afrika oder im Mittleren Osten sitzen. Ich auch. So, und deswegen sage ich, hört mit den verdammten Kriegen auf. Aber das ist doch keine Entschuldigung für die Terroristen. Wenn ich sage, diese Kriege führen zu Terrorismus. Mhm. Wollte ich nur noch mal ganz klar machen, ja, junger Mann. Sie haben Sure 5, 32 zitiert, die eben als Rechtfertigung da jetzt herhält, dass eben das, wenn Sie sagen, die Terroristen verstehen den Islam nicht richtig. In Sure 5, 33 heißt es, wer gegen Gott und seinen Gesandten Krieg führt, der soll gekreuzigt werden, bestraft werden, Hände wechselseitig abgeschlagen. Ist das nicht auch eine Verkürzung, wenn man dann eben diese Sachen so rausnimmt und sagt, die verstehen das nicht richtig und sie selber sagen, naja, wir gucken nur eine Sure, einen Vers weiter? Naja, also viele Suren haben Sie nicht gelesen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ich habe den Koran 3-mal gelesen und jemand, der ihn so missversteht wie Sie, läuft mir auch in Deutschland selten über den Weg. Sie müssen ich bin kein Koranverständiger, auch wenn ich ihn 3-mal gelesen habe. Ich habe auch die Bibel 3-mal gelesen und bin kein Bibelsachverständiger. Aber anders als Sie gebe ich das zu. Und die ganzen oder ein Großteil der Verse, die es im Koran gibt, sind nach dem muslimischen Glauben, Anweisungen, die Mohammed vom Erzengel Gabriel bekommt, der Gott vertritt. So wie unsere Propheten ihre Anweisungen von anderen bekommen haben, die Propheten des Judentums und des Christentums, die ich unsere Propheten nenne. Und das hieß, in einer ganz bestimmten Situation, wer uns angreift, wird bestraft werden. Wenn Sie in den Versen weitergehen, kommt in einem der späteren Verse, aber Vergebung ist besser. Muss man dann immer noch dazu sagen. Und es gibt Passagen von Mohammed und es gibt Passagen im Koran, wo ausdrücklich der Angriff verboten ist. Und die Verteidigung, dass die Verteidigung hart sein wird und dass die Verteidigung stattfinden wird, steht auch bei uns im Grundgesetz. Das können Sie dem Koran nicht vorwerfen. Das ist eine Verteidigungspassage, die Sie zitiert haben. Und das machen eigentlich, Sie gestatten, wenn Sie so mit mir diskutieren, diskutiere ich zurück. Sie haben gerade die Terroristenmethode angewendet. So ein kleines Verschen rausziehen und dann sagen, schau mal. Und da sage ich, du musst das ganze Umfeld zeigen, in welchem Krieg hat es stattgefunden, in welcher Situation hat es stattgefunden und was war der Grundsatz. Und der Grundsatz war, dass jede Sure beginnt im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Vergeben ist besser, heißt der folgende Vers bei bestimmten Angriffspassagen. Ja. Aber Sie haben zuerst die eine Sure noch unvollständiger den einen ich Vers zitiert. Ich habe gar keine Sure, ich habe den Koran. Doch, Sie haben es eben zitiert und ich habe dann erst etwas erweitert. Nein, Sie haben gar nichts erweitert. Ich habe den Folgevers zitiert. Sie haben einen Schmarrn erzählt. Das ist der alte anti-islamische Schmarrn. Dann sage ich Ihnen, lesen Sie mal die Bibel. Ja, aber Sie werfen mir vor, einen Vers rauszunehmen. Ich habe jetzt rausgenommen, nachdem Sie einen rausgenommen haben. Ich habe gar keinen rausgenommen. Ich habe ein einziges Zitat benutzt. Ich habe gesagt, wer einen Menschen tötet, so sei es, als habe er die ganze Menschheit getötet. Das ist aber ein Grundsatz, der sagt, du sollst nicht töten. Das ist ein Vers im Koran. Ja, aber das ist, du sollst nicht töten. Das ist etwas ganz Zentrales. Und Sie gehen auf eine Spezialaussage, aber Sie verkürzen ihn ja, wenn Sie nicht sagen, dass es auf diejenigen, die unschuldig sind, die kein Unrecht getan haben, bezogen ist. Doch. Nein. In dem Vers. Das ist einfach falsch. Der Satz, den ich zitiert habe,
Und wenn du einen einzelnen Menschen tötest, so sei es oder so ist es oder so wäre es, als hättest du die ganze Menschheit getötet, ist unser Du sollst nicht töten. Und es gibt Anweisungen im Koran, in denen sehr ausführlich Mohammed angewiesen wird, wenn andere angreifen, sich zu wehren. Und der Folgevers heißt dann, aber Vergebung ist besser. Und es entsteht ein völlig falscher Eindruck, wenn man das so nimmt, wie sie das nimmt. Ich empfehle Ihnen mal eine Lektüre. Ich finde es gut, dass Sie frech fragen. Ich finde es auch gut, dass Sie Unsinn erzählen. Über den Islam wird immer Unsinn erzählt. Warum sollten Sie da aus der Regel fallen? Ich empfehle Ihnen mal wirklich ein ganz tolles Buch, das Alte Testament. Alle großen Themen unserer Tragödien oder Opernarien stammen aus dem Alten Testament. Da gibt es Sex, da werden Köpfe abgeschlagen, die Köpfe erst nach dem Sex abgeschlagen. Und da geht es so richtig rund. Keiner geht hin und sagt, hallo, da steht das, du sollst das und das machen und wenn du Sex hattest, eben den Kopf anschließend abschlagen. Vielleicht, weil wir wenig christliche Terroristen haben, die sich auf diese Verse berufen auch noch. Also da liegen sie wieder mal total daneben. Das Christentum ist immer viel brutaler gewesen. Das Christentum hat ab dem 15. Jahrhundert... Ich spreche vom Jahr 2020, also von, ja, von der Gegenwart. Dann reden wir anschließend vom Jahr 2020. Ja. Das Christentum hat ab seinem Wiederaufstieg, oder ich muss einen Schritt zurückgehen, etwa um 800 erfährt der Islam nicht nur eine große Offensive in der ganzen Welt, breitet sich aus, sondern stellt die höchste Zivilisation jener Zeit dar. Und junge Menschen wie Sie haben damals nicht Englisch gesprochen, sondern Arabisch gesprochen, um zu zeigen, dass sie gebildet sind. Und die höchste Stufe der Zivilisation in Medizin, in Dichtung, in Philosophie, Sie sind ja ein Philosoph, war die islamisch-arabische Philosophie. 800 Jahrhunderte lang. Dann stürzt die ab und dann kommen die Türken, bauen spielen eine große Rolle, aber die islamisch-arabische Zivilisation wird im Jahr, ich glaube, kurz vor dem Jahr 1500 in Granada gestürzt. Und die islamische Zivilisation ist geschlagen nach 8 Jahrhunderten. Und im selben Zeitraum zieht Kolumbus los und entdeckt wieder Amerika zum nächsten Mal. Und bringt denen das Christentum. Das Christentum hatte gesiegt über den Islam nach 800 Jahren und alle großen Zivilisationen gehen irgendwann unter, also gehen die auch unter. Und das Christentum entsteht und will zeigen seine ganze Stärke. Und das Christentum hat seine Stärke vor allem darin gezeigt, dass es die Indianer erschlagen hat. Es hat ihnen die Köpfe abgeschlagen, die Hände abgeschlagen, es hat ihnen alles abgeschlagen. Und hat gewütet, und zwar nicht nur Kolumbus, sondern dann auch andere aus Spanien und anderen europäischen Ländern stammenden Kriegsherren. Wir haben fast die gesamte indianische Bevölkerung dort ausgerottet im Namen des Christentums. Und das ging weiter und weiter und weiter. Und wenn Sie die Zahlen sehen, wie viele Menschen vor dort gelebt haben und wie viele Menschen nahe da gelebt haben, können Sie es nur wie ich sich auch schämen. Kolumbus, die Geschichte wird gerade umgeschrieben. Kolumbus war kein großer Entdecker. Kolumbus war einer der größten Mörder der Weltgeschichte. Einer der größten, brutalsten Killer und Verräter. Und er wollte dieses Gold, was er glaubte, in Indien entdeckt haben, wollte er haben, um einen weiteren Kreuzzug in den muslimischen Ländern zu machen, um wieder mal ein paar Millionen Muslime umzubringen. Und
Sie sprechen von Kolumbus, nicht Cortés oder Pizarro? Ich spreche von Kolumbus. Okay. Und im Jahr 1800 etwa war das Osmanische Reich, was die Nachfolgeinstitution der großen islamisch-arabischen Zivilisation, nur noch ein leerer Mantel. Und ab dem 18. Jahrhundert, schlagen die europäischen Mächte los. Der erste war Napoleon. Er zieht 1798 nach Ägypten und holt sich da die Statuen, die sie jetzt in Paris noch bewundern können, und der Westen fängt an, dort zu wüten. Und es beginnt eine Kampagne, die ein großer amerikanischer Schriftsteller grandios beschrieben hat. Das heißt, das Buch heißt Orientalisme von Edward Said. Und er beschreibt, dass ab 1800 systematisch von den vom Staat finanzierten Wissenschaftlern vertreten worden ist, der Islam ist eine ganz schreckliche, minderwertige Kultur, weil er ja 8 Jahrhunderte die Welt beherrscht hatte und Europa geschlafen hatte. Europa hat sich in der Zeit dieser Kultur nicht gewaschen, kannte keine Krankenhäuser, kannte gar nichts. Und da ist nebendran eine Kultur. Sie haben einen Bart. Wissen Sie, wo die Europäer die Bärte entdeckt haben? Auf ihren Kreuzzügen bei den Arabern. Mhm. Die fanden das so toll, dass sie gesagt haben, sowas möchte ich auch haben. Und ab 1800 wird der Islam systematisch niedergemacht mit zwei Zielen. Das ist die Konkurrenzreligion zu unserem Christentum, also muss sie schlecht sein. Und der zweite Grund war, um die Kolonisierung vorzubereiten. Man hat die so schlecht geredet, dass man dann sagen konnte, also da müssen wir jetzt hin, denen müssen wir jetzt helfen. Und das hat man dann getan. Dann ist man einmarschiert und hat kolonisiert. Und es sind zig Millionen Menschen, jetzt reden wir kurz über die Grausamkeit des Christentums, zig Millionen Muslime umgebracht worden. Zig. Ich war als 19-Jähriger im Algerienkrieg, da haben die Franzosen 2 Millionen. 2 Millionen Algerier umgebracht. Und fragen Sie jetzt, warum Sie einen grauenvollen Terrorismus in Paris haben. Immer noch Bezüge zu den damaligen Taten. Und jetzt gibt es, nehmen wir mal, weil Sie sagen, das Jahr 2000, gestatten Sie mir, 2000, 9/11, meinen Sie, ja? Nehmen wir mal. Nee, 2020, ich meinte, es gibt derzeit. 2000, ja? Gestatten Sie mir auch dann 2000, also die neuere Zeit. Ja. In der neueren Zeit, vor allem durch diesen kriminellen, genialisch, aber kriminellen 9/11-Angriff, total kriminell, unschuldig. Ich habe mit einer Amerikanerin telefoniert, deren Mann in dem Turm steckte. Die hat bis zuletzt mit ihm noch telefoniert und am Schluss hat sie nicht mehr gekriegt, aber sie hat es dann auf dem Stimmband ihres Telefons gefunden, auf der Voicemail. Oh, ich habe mit den Amerikanern zusammen geweint. Und dann schlägt Amerika zurück. Bei 9/11 wurden, man darf das nicht mit Zahlen machen, das ist ein unendliches Verbrechen, 3000 Menschen getötet. Aber ab da wurde jede Woche in Afghanistan und später im Irak 3000 Menschen getötet. Also Sie würden das jetzt als christlichen Terrorismus bezeichnen? Ja, natürlich. Okay. Es sind Millionen. Aber der bezieht sich ja jetzt nicht auf das Alte Testament. Nein. Bush oder... Aber Bush hat sich aufs Alte Testament bezogen. Bush hat gesagt, jetzt machen wir unseren Kreuzzug. Mhm. Und ist dann zurückgeholt und hat gesagt, das hat er nicht so gemeint. Ja. Auf die 3000 bestialisch ermordeten Menschen im World Trade Center sind in der Zwischenzeit mindestens 3 Millionen Menschen im Mittleren Osten ermordet worden. Und das nenne ich eben auch Mord.
Aber Sie nennen das nicht christlichen Terrorismus, nur weil Bush mal gesagt hat, Kreuzzug. Ja, nur mal Bush. Bush war ja der Oberkommandierer. Aber sonst gibt es doch keine westlichen Politiker, die diese Kriegseinsätze mit Versen aus dem Alten Testament begründen. Eben haben Sie auch gesagt, in Afghanistan war die Begründung, die Mädchen wieder in die Schulen zu bringen. Aber das Bush ist ja nicht permanent aus dem Alten Testament. Ich kann Ihnen eines meiner Bücher geben. Bush hat Andy und Marva, da schildere ich die Geschichte eines amerikanischen Marine, der mit 18 in Irak stirbt. Bush hat permanent alle seine Reden mit Versen aus dem Alten Testament begründet und garniert. Und die da sitzen im finsteren Tal und all dieses Zeug hat er vorgebetet, hat immer christlich argumentiert. Aber hat nicht gesagt, das Christentum befiehlt uns, die Ungläubigen auszumerzen, oder? Nö, er hat es getan. Ja. Aber es geht um die Rechtfertigung. Wenn Sie sagen, das Alte Testament ist auch schlimm, hat grausame Stellen. Ich finde es grandios, also nicht nur schlimm. Ich finde, von einer poetischen Kraft, das ist... Ich sage ja nochmal, ich wollte Ihnen ein spannendes Buch empfehlen. Und es richtet sich auch niemand nach den meisten Passagen des Alten Testaments, richtet sich auch niemand nach den meisten Passagen des Koran. Aber da haben wir angefangen zu wüten. Und den Menschen, die da gestorben sind, die in Afghanistan gestorben sind, oder denen, die in Kunduz gestorben sind. Ich habe denen ein Waisenhaus gebaut. Für über 1 Million Euro. Das ist das schönste Waisenhaus, was es in Afghanistan gibt. Mir wäre viel lieber, ich hätte nie das schönste Waisenhaus von Afghanistan gebaut. Aber ich habe es gebaut, weil ein deutscher Oberst Kinder umgebracht hat. So, und es sind halt viel mehr Menschen durch Christen gestorben als durch Muslime. Und in den letzten 200 Jahren ist der Mittlere Osten von Europa dutzende Male angegriffen werden. Sie mit Ihrem jungen Leben haben einige Male sicher mitgekriegt. Im Rahmen der Kolonisierung, im Rahmen danach, davor, danach, hinterher, bis vor kurzem. Ständig kracht es irgendwo. Wir sind nicht ein einziges Mal in den letzten 200 Jahren von einem muslimischen Land angegriffen worden. Ich meine, da muss man doch mal ein bisschen nachdenken. Da können Sie sagen, ja, aber nicht im Namen des Christentums. Ich sage, muslimische Länder haben uns 200 Jahre nicht angegriffen und wir haben diese Länder in den letzten 200 Jahren ständig angegriffen. Und da darf man nicht den Eindruck erwecken, als sei der Islam eine grausame Religion. Das ist er nicht. Und man darf auch nicht den Eindruck erwecken, die Muslime seien grausame Menschen. Das sind sie nicht. Das sind Menschen wie du, wie sie und ich. Ich glaube nicht, dass der Eindruck entstanden ist, dass das hier jemand sagen würde in diesem Raum. Aber es ging ja um die Rechtfertigung. Wenn Sie sagen, die meisten Menschen halten sich, oder die meisten Muslime halten sich nicht an die meisten Koranverse oder richten sich nicht an die meisten. Die meisten halten sich an die Koranverse. Sie hatten es gerade so ausgedrückt. Worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich diese Erklärung, dass wir das auch nochmal, vielleicht, ich möchte jetzt eigentlich verdeutlichen, dass ich sehe ja genau die Problematik, dass sich einige Verse rausgenommen werden. Und wenn Sie sagen, Sie sind zwar kein Koranexperte, aber verstehen das besser als al-Baghdadi oder sonst jemand, wie man diesen Menschen erklären kann. Und zwar nicht einfach nur mit, da heißt es recht verkürzt, wenn du jemanden tötest, wäre es so, als wenn die ganze Menschheit tötest, sondern dass sie diese anderen Verse, und es gibt einige, und Sie wissen ja auch, dass die kriegerischen Verse die späteren sind und die früheren aufheben, wie man denen das aus der Hand nehmen kann. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Islam per se kriegerisch oder eben gewalttätig ist. Aber diejenigen, die im Namen des Islams das tun, Sie haben ja gerade gesagt, die müssen, sie hatten... Das gibt also darin erzogen werden oder sie müssen das muss man ihnen beibringen, dass das ich nicht habe von Gehirn wir schon gesprochen. Ja. Ja, aber das Missverständnis ist immer noch 99,9% der Muslime zittern, wenn es zu einem Terroranschlag kommt, weil sie denken, hoffentlich ist das kein Muslim gewesen, der es gemacht hat. Und 99,99% sehen in dem, ich hatte auch mal ganz am Anfang so eine ähnliche Meinung wie Sie und habe einem
alten Chirurgen gesagt, aber der Islam ist eine sehr männliche Religion, das sagt er. Wobei ich nicht gesagt habe, dass das meine Meinung war. Eine sehr menschliche, sagt er. Und die sehen den Koran als eine Verpflichtung zur Menschlichkeit. Sehen die überwiegende Mehrheit. Und wir haben kleine, radikale Gruppierungen, die das anders sehen. Und die nennen wir Terroristen. Die können wir nicht einmal Salafisten oder Wahhabiten nennen, weil es unter den Salafisten und Wahhabiten Leute gibt, die Gewalt ablehnen. Pierre Vogel beispielsweise hat eine öffentliche Veranstaltung gemacht, die Sie möglicherweise kennen, und hat in einer öffentlichen Veranstaltung unter Lebensrisiko eine Veranstaltung, eine Kampfansage an den IS gemacht. Ihr vertretet uns nicht. Ihr vertretet nicht den Koran. So, und das ist ein Salafist. Also auch eine zumindest fundamentalistische Ausprägung des Koran, die nicht meine ist. Aber Sie sollten das Buch lesen, neben der Bibel, die große Heuchelei. Mhm. Die westliche Zivilisation ist die barbarischste. Vielleicht können noch die Mongolen mithalten. Der einzige Unterschied nochmal, den wir haben, und ich bin eigentlich lange Westler, weil es auch schöne Sachen, wunderschöne Sachen im Westen gibt. Der einzige große Unterschied zwischen der Barbarei des Westens und den Barbareien anderer großer Zivilisationen, die ihre Weltmachtstellung auch grausam verteidigt haben, ist, wir sagen immer, wir machen das, um unsere Werte zu verteidigen. Und das nenne ich die große Heuchelei. Aber der IS würde das auch so sagen, wahrscheinlich. Ja, das ist ein guter Vergleich. Ich danke Ihnen für den Vergleich. Ja, ich habe einen berühmten Amerikaner gesprochen, der maßgeblich den Irakkrieg vorbereitet hat. Und es wird Sie jetzt überraschen, wenn ich sage, ich bin mit dem fast befreundet. Ich kenne den gut, hochintelligenter Jude, war Staatssekretär unter Ronald Reagan für die atomare Nachrüstung. Und ich habe den ein paar Mal besucht und ich habe ihm dann gesagt, im Irak seid ihr doch völlig daneben, lagt ihr doch völlig daneben. Und ihr seid dahin gegangen und habt gesagt, wir machen das, um Demokratie einzuführen. Und dann hat er gesagt, wer hat denn das gesagt? Wir sind nie wegen der Demokratie hingegangen. Nie. Ich war Vorsitzender des Komitees zur, da waren Kissinger und Schlesinger und die ganz Großen mit drin. Ich hatte die Führung und das Argument Demokratie ist nie gekommen. Das ist in den Medien gekommen und von irgendwelchen Politikern. Das war für uns ein Schlüsselland, ein zentrales Land. Aber Demokratie wollten wir da nie einführen. So, und das sind die Märchen, die wir erzählen, wenn wir nach Afghanistan gehen, wir wegen der Kinder. Und wenn Frau Kramp-Karrenbauer sich für irgendeinen Kriegseinsatz stark macht, sagen sie, wir machen das für die Menschenrechte, für die Demokratie und für die Verteidigung unserer Werte. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Wir tun das zur Verteidigung unserer Interessen. Ja. Wir wollen unsere Interessen vertreten. Würden Sie denn sagen, es gibt unsere Werte, auch wenn sie gerade instrumentalisiert werden, aber sie sind existent? Ja, die ganze Parteigründung, bei mir, da spielen die Werte eine überragende Rolle. Also Freiheit ist ein grandioser Wert. Gleichheit, auch wenn man ihn als Gleichheit vor dem Gesetz relativieren muss. Geschwisterlichkeit, das sind ganz große Werte. Gerechtigkeit, Nächstenliebe, natürlich, aber vorleben und nicht vorheucheln und nicht vorspielen, ganz große Werte, dafür lohnt es sich zu leben. Was macht das zu unseren Werten? Ist das nicht was Universelles? Die Menschenrechte sind, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, von der Definition her, universelle Werte gelten für alle. Demokratie würden nicht alle sagen, dass sie das als ihren Wert ansehen.
die viele oder mehrere Kulturen haben Probleme mit den Menschenrechten, weil sie individualistisch sind und weil sie der Auffassung sind, dass die Gruppe, das Sozialwesen eben eine größere Rolle spielen würde. Aber für mich sind Menschenrechte auch universelle Rechte, also nicht nur unsere Rechte, da haben Sie völlig recht. Wenn Sie aber sagen Vorleben, höre ich da so ein bisschen heraus, weil die anderen sollten sich auch nach uns orientieren. Wir wollen das nicht herbeibomben, natürlich nicht. Wir wollen das auch nicht vorheucheln, aber wir sollten das vorleben, damit andere uns als ein Vorbild sehen, zum Beispiel in unserer westlichen Ausprägung von Menschenrechten, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Nichtdiskriminierung von Sexualitäten. Ist das etwas, woran sich andere orientieren sollten? Andere Kulturen? Das ist eine richtig kluge Frage. Ich bin für diese Rechte, für die Gleichberechtigung der Geschlechter sowieso, aber für die Gleichberechtigung sexueller Praktiken, für Toleranz und echte Gleichberechtigung all dieser Menschen. Ich sehe das als meine Aufgabe, wenn da irgendjemand Probleme hat, dafür zu werben und zu sagen, hallo, das ist seine Art zu leben und so darf er leben. Ich habe das nie als unsere Aufgabe gesehen in der Welt, also in arabischen Ländern oder in China jetzt dafür zu werben. Da gibt es einfach andere Prioritäten. Und es könnte auch sein, dass man eines Tages dann sagt, jetzt muss man auch darüber sprechen. Aber wenn ich sage Vorleben, dann nehme ich die Führungsmacht des Westens Amerika. Sie können auf verschiedene Art und Weise führen. Sie können den Gegner immer wieder zusammenbomben. Also Korea, Krieg, Vietnam, Krieg, Afghanistan, Krieg, Irak, Krieg, sie hauen alles zusammen. Oder sie gehen hin, sie zeigen Präsenz und zeigen, wie sie Menschen behandeln und lösen Probleme beispielsweise durch Entwicklungshilfe. Helfen Ländern, wenn es jetzt eine Epidemie wie diese Pandemie gibt und schauen, dass die ärmsten Länder eben auch, wenn der Impfstoff gut sein sollte, diesen Impfstoff kriegen. Das meinte ich mit Vorleben. Und da finde ich, das finde ich schon gut. Wenn man Führungsmacht der Welt sein will, auf jeden Fall. Mhm. Sie haben. Und das nennt man übrigens bei den Amerikanern, die sprechen dann von Soft Power. Mhm. Die Amerikaner, sind wir Marionetten der USA? Ja. Und wenn Sie die letzten 4 Jahre ansehen, wie viel, ich will nicht sagen Anti-Amerikanismus, aber wie viel Anti-Trumpismus sozusagen in den Medien, in der Politik im Westen war, kann man diese These noch aufrechterhalten? Naja, es war leicht, Trump zu kritisieren. Das war wirklich leicht. Und Trump nicht zu kritisieren, war praktisch unmöglich. Also, wir haben eine große pro-amerikanische Zeitung, die ich jeden Tag lese, FAZ. Die hat auf Trump rumgetrampelt. Aber das ist leicht. Und Biden werden sie wieder in den Himmel heben. Und das haben sie auch gemacht, um Biden wieder in den Himmel heben zu können. Trump war Trump ein Unfall oder war Trump logisch? Jedenfalls war Trump nicht gut für Amerika, Trump war nicht gut für die Demokratie. Ich bezweifle allerdings, dass Biden eine viel maßvollere Politik machen wird als Trump. Biden hat gegen keinen dieser Kriege Einspruch erhoben, die Obama geführt hat. Und deswegen erwarte ich mir, dass der Biden Ähnliches tut wie Trump, nur netter. Netter. Trump hat zumindest keine neuen Kriege begonnen. Würden Sie denken, dass Biden wieder das ausweitet, den Interventionismus? Also diesen Satz mit den neuen Kriegen nicht begonnen, den muss man relativieren. Obama
hat viel mehr Drohnenkriege geführt, als das Bush gemacht hat. Ich glaube, viermal so viel, also ein Vielfaches. An Menschen getötet, Tausende. Nach deutschem Recht ungesetzliche Hinrichtung, ohne richterliches Urteil. Trump hat ihn geschlagen. Trump kam an die Macht und hat sofort die Drohnen losgeschickt und hat bombardieren lassen, dass es nur so gekracht hat. Keiner hat so viel Drohnen losgeschickt wie Trump und so viel getötet. Und er hat ein weiteres noch dazu gemacht. Er hat eine Verordnung oder ein Gesetz erlassen, dass es verbot, die Opferzahlen zu nennen. Also konnte keiner mehr drüber schreiben. Man durfte es nicht mehr erfahren. Und Trump hat während der Verhandlungen mit den Taliban die Zahl der Bombenangriffe und die Zahl der Ziviltoten massiv erhöht im Afghanistan. Und das muss man auch sehen. Und es gab ja nicht so viele Kriege, die er noch hätte führen können. Die stehen ja überall, die Amerikaner, die stehen im ganzen Mittleren Osten. Und den Krieg, den der Trump gerne gehabt hätte, den haben die ihm die iranische Führung nicht gegeben. Indem sie zweimal sehr klug reagiert haben. Das erste Mal, als der größte, populärste Held der Iraner, Soleimani, mit einer Drohne ermordet wurde. Das ist das ist für die Iraner jenseits von links und rechts und Hardliner oder Modernisierer, das war die Gestalt, über die der Westen viel Schlimmes erzählt hat, weil er eben auch gegen den IS gekämpft. Wenn einer den IS bekämpft hat, dann hat er ihn bekämpft und besiegt. Und das war eigentlich ein Kriegsfall. Also den höchsten, hätte jederzeit Präsident werden können, alles hätte werden können. Und ich weiß noch, ich habe auch mit Iranern in den Tagen mit hohen Iranern telefoniert und habe gesagt, um Gottes Willen, tötet keine Amerikaner, greift keine Amerikaner an. Das war die Rechnung. Die schlagen zu und dann hätte er zuschlagen können. Die haben nicht zurückgeschlagen, nicht wirklich zurückgeschlagen. Und jetzt ist ein Atomphysiker ermordet worden. Es hätte Trump nochmal die Gelegenheit gegeben, diesen Abrüstungsdeal, diesen nuklearen Abrüstungsdeal zu killen und eventuell einen Krieg zu kriegen. Ich habe geglaubt, dass Trump versuchen würde, noch mit einem Krieg abzutreten. Und ich kenne die Geschichte ermordeter Nuklearforscher, weil ich glaube, im Jahr 2010, aber es kann auch später gewesen sein, ist auch einer ermordet worden. Ich habe seine Frau besucht und habe die Geschichte in einem Buch dann auch geschildert. Und der ist vor dem Haus, vor seinem eigenen Haus, haben sie eine Bombe in sein Auto gebaut, gestorben. Und die leben alle unter Lebensgefahr, haben einen Vertrag unterschrieben, dass sie keine Atombombe bauen dürfen, und der wird also ermordet. Und jetzt haben sie da eine Regierung, Rouhani und Salehi, den ich sehr gut kenne, die gelten als die Gemäßigten. Und die Hardliner, das ist Khamenei und andere. Und die Gemäßigten, die gelten jetzt schon als die Verlierer, weil sie haben so viele Zugeständnisse gemacht. Kein Land der Welt hat im nuklearen Bereich so viele Kontrollen zugelassen. Ich selbst war in einem Nuklearwerk. Selbst mich haben sie reingelassen in das vielleicht berühmteste, was noch, glaube ich, unter dem Schah oder unter Reagan gebaut worden ist, in Teheran. Und die haben ganz viele Zugeständnisse gemacht und die Hardliner haben gesagt, das habt ihr jetzt von den Zugeständnissen. Ihr werdet vorgeführt, wir haben Sanktionen, das Volk leidet, das Geld ist kaputt, wir können keine Medikamente uns mehr leisten. Das ist alles eine einzige Katastrophe. Ihr seid die Verlierer.
Und jetzt wird zum Gipfel auch noch ein Forscher umgebracht. Und der Druck auf die Führung, also und zwar von den Hardlinern auf die sogenannten Moderaten und auch unter den Moderaten, jetzt etwas zu machen, jetzt zurückzuschlagen, jetzt auf wen auch immer, ich will da gar nichts sagen, zuzuschlagen, muss riesig gewesen sein. Und da hat Saleh, der Außenminister, den Sie kennen, gesagt, nicht, es gab auch den Satz mit Rache, wir werden es rächen und so weiter, nicht von ihm. Er hat gesagt, wir wollen Freundschaft mit Amerika. Da kann ich nur sagen, das ist kluge Diplomatie. Weil er den Biden nicht die Tür zugeschlagen hat. Der Biden ist jetzt frei, wieder dem Vertrag beizutreten oder was auch immer zu machen. Aber Sie erwarten nicht das Beste, wie ich heraushöre. Ich glaube, dass ich halte es für möglich, dass Biden diesem Nuklearabkommen wieder beitritt. Ich halte es aber für möglich, dass er weitere Bedingungen stellen wird. Dass er also fordert, ihr müsst nicht nur uns eine nukleare Garantie geben. Eine würde ich verstehen, der Vertrag ist, glaube ich, nur für 10 Jahre, dass man sagt, lasst uns das verlängern, also sagen es für 20 Jahre. Das würde ich verstehen, wenn es sinnvoll wäre. Aber es gibt Forderungen, dass sie sich zurückzuziehen hätten im Jemen, wo sie gar nicht sind. Ich war im Jemen. Im Jemen sind die Iraner nicht. Sie sind einfach nicht dort. Jeder schreibt es. Keiner war dort. Seit Jahren war kein Journalist mehr dort. Ich war vor 2 Jahren dort. Wenn Sie sagen, wo sind die Iraner, lachen die Leute. Wir haben doch hier keine Iraner. Also, was erzählen Sie da? Und das würde ja sofort auch feststellbar sein. So vielleicht laufen da 5 Hängengebliebene bei ihren Freundinnen, Hängengebliebene Leute da, aber es gibt keine militärische Präsenz. Die brauchen Sie heute im Internetzeitalter auch nicht. Sie können ja über alles kommunizieren. Und ja, da habe ich geglaubt, dass es losgehen würde. Und jetzt glaube ich, dass Sie Bedingungen stellen werden, Jemen nicht mehr zu unterstützen, auch nicht politisch zu unterstützen. Dann werden Sie fordern, in Syrien sich herauszuziehen. Die Iraner werden nur bereit sein, sich zurückzuziehen von den israelischen Grenzen weiter zurückzuziehen. Und diese Sachen werden reingebracht. Ihr müsst eure Vormachtstellung, die ihr dort habt, aufgeben. Und dann wird's halt wieder schwierig. Ich hätte für all diese Probleme hätte ich eine ganz andere Lösung. Die Egon Bahr damals in Deutschland, den ich falsch eingeschätzt hatte und den ich später als sehr geschätzt habe. Die müssen sich nicht gegenseitig anerkennen, Israel und Iran. Etwas, was Salehi auch vorgeschlagen hat im Verhältnis zu Saudi-Arabien, die Probleme mit Nicht-Angriffspakten zu lösen, wo man sich nicht anerkennt, oder Gewaltverzichtsabkommen, aber wo man darauf verzichtet, Krieg zu führen. Und ich hoffe, dass es irgend so eine Lösung gibt, und ich hoffe, dass der Biden stark genug ist, wenigstens dieses Problem zu lösen. Mhm. Herr Todenöfer, ich würde zum Abschluss gerne nochmal nach Deutschland zurückkehren, vom Iran und vom Jemen und auch zu Ihrer Partei. Etwas, was mich noch interessiert, war... Wir sind weit über die Zeit. Ja, letzte Frage, wenn Sie erlauben. Die Forderung einer Abschaffung der Kirchensteuer, das hat mich sehr interessiert von Ihrer Partei. Warum die Kirchensteuer? Es ist doch ein mehr oder weniger ein freiwilliger Beitrag, könnte man sagen. Und wenn wir sagen, die Einflussnahme oder die Verbindung von Staat und Kirche ist ja noch auf ganz anderen Ebenen, über Steuern oder über diese Dienstherrenpflicht und das Arbeitsrecht der Kirchen auch noch ganz stark verzahnt. Ist das Ihr Ansatzpunkt, das sozusagen laizistischer zu machen? Ja, wir haben ja in Deutschland die Trennung von Kirche und Staat. Und die Kirche mischt sich auch nicht ein. Und die Tatsache, dass die Gehälter der Bischöfe und der Priester und der Kirchendiener mit Steuergeldern, die der Staat einkassiert, bezahlt werden, ist nicht zeitgemäß, ist ein Anachronismus.
Das passt nicht in unsere Zeit. Rein juristisch könnte man sagen, da gibt es ein Abkommen, ein Konkordat zwischen, ich glaube, ein Konkordat zwischen Kirche und Staat. Das heißt, sie haben bestimmte rechtliche Ansprüche. Ich sage, die Menschen werden nach Corona, durch Corona so viele Einbußen haben, dass das eine wichtige Erleichterung, den Punkt bringe ich ja im Rahmen unserer Steuervorschläge, eine wichtige Entlastung des Steuerzahlers wäre. Es ist nicht freiwillig. Sie können, die taufen dann halt ihre Kinder nicht mehr und sie können keine Hochzeit mehr feiern. Und viele Menschen wollen in der Kirche bleiben, aber sie wollen die Steuern nicht zahlen. Und da gibt es einen Brief von Apostel Paulus an die Korinther. Da heißt es sinngemäß, ich lerne die Dinge nicht auswendig, Gott will nicht den Zwang, Gott will den fröhlichen Spender. Und unser Parteiprogramm ist ein Plädoyer für den fröhlichen Spender. Und ich glaube auch, das sage ich jetzt mal auch, dass die Kirche durch verschiedene Verhaltensweisen in den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang mit Missbrauch Minderjährige einen großen Teil, ich rede von dem Kirchenapparat, nicht von der Religion, einen großen Teil seiner moralischen Autorität verspielt hat. Und das spielt auch eine Rolle. Ja. Und das sage ich als jemand, der, wenn ich mich einer Religion zuordnen würde, immer sagen würde, ich bin Christ. Und der aus dem Christentum viel gelernt hat und mit Predigern befreundet ist. Mein Großvater war Pfarrer, mein Urgroßvater war Pfarrer. Also da spricht jemand aus einer evangelischen Familie. Ich finde, die Zeit der Kirchensteuer ist um. Und sie würden auch ein ganz anderes Gemeinschaftsleben kriegen, wenn die Leute da nicht reinströmen und sagen, die haben ja ihre Kohle schon, sondern wenn man wüsste, so wie sie ihre Spenden kriegen und ich meine Spenden noch nicht gekriegt habe, hallo, ich muss da jetzt helfen. Und da hinten, da müssen irgendwann die Fenster neu gemacht werden. Komm, lasst uns spenden. Das auf Spendenbasis zu machen, fände ich einen guten Vorschlag. Wäre das für die GEZ ein ähnlicher Vorschlag? Ein fröhlicher Spender für den Beitragsservice zu sein, anstatt es als, wie steht Ihre Partei dazu? Also zur Rundfunkbeitrag. Ja, da wird sich der Staat das nicht leisten können, auf den fröhlichen Spender zu warten. Da würde nicht mehr viel Geld reinkommen. Aber wenn Sie jetzt die Partei stellen würden, die an der Macht ist? Also, ich bin nicht immer schlecht und auch nicht immer gut behandelt worden vom Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich finde die Öffentlich-Rechtlichen gut, die halten eine bestimmte Qualität vor. Im deutschen Rundfunk und dabei im Hörfunk und im Fernsehen. Und man kann, ich habe da schon mal früher, ganz früh als junger Abgeordneter, eine andere Meinung vertreten. Man kann auch sagen, es gibt bestimmte Bereiche, die gehören nicht zur Grundversorgung, wenn die ihre Shows machen und dann den Zeitungen und den Zeitschriften, die sich ihr Geld alles ganz bitter verdienen müssen, bevorzugt werden, indem sie noch Gebühren kriegen. Also das ist so eine Garantie. Und trotzdem, wenn ich einen Strich runterziehen würde, würde ich sagen, wir sollten uns unseren öffentlichen Rundfunk halten. Und ich glaube, dass der deutsche Rundfunk zu den Besten, ich spreche nicht nur vom Fernsehen, zu den Besten, also Hörfunk und Fernsehen, zu den Besten der Welt gehört. Okay, weil Sie eben davon sagten, die Corona-Maßnahmen werden eben auch eine Erleichterung benötigen für die Menschen. Da denke ich, 18 Euro im Monat wäre schon mal so eine Erleichterung. Ich sehe noch nicht den richtigen Unterschied zwischen Kirche und GEZ, außer dass ich aus der Kirche leicht austreten kann und nicht mehr bezahlen muss. Zumindest dann nicht mehr die Kirchensteuer. Ich sehe, Sie wollen nicht viel zahlen, aber ich vermute, dass Sie gut verdienen. Damit. Wir haben auch Steuererleichterungen für kleinere und mittlere Gruppen. Und da muss es halt die Steuererleichterung in der
Ich bin auch nicht für jede Gebührenerhöhung. Das heißt das nicht nur. Sie haben ja generell gefragt, ob ich für Gebühren bin. Und da sage ich, wir haben im Ergebnis ein gutes Modell gekriegt. Und ich wäre natürlich dann auch froh, wenn die Intendanten und Programmchefs ein bisschen offener wären gegenüber anderen Meinungen und ein bisschen mehr Zivilcourage hätten in bestimmten Situationen, wenn es um Kriege, wenn es um Rassismus, wenn es um solche Sachen geht. Aber ich will mir die Welt auch nicht backen. Die Welt kann man verändern, indem man versucht, es vorzuleben. Und wir versuchen es jetzt mit einer Partei in einer Zeit, in der die Regierung praktisch den Wahlkampf verboten hat. Sie können keinen Wahlkampf führen. Ja. Es gibt keinen Wahlkampf. Sie können keinen Saal mieten, Sie können keinen Platz mieten und trotzdem werden wir unseren Weg gehen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Herr Todenhöfer. Herr Philosoph. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.